Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge hier auf der Lostberg nach wie vor, aber heute mal anders, heute mal im Multiplayer. Und da seht ihr schon rechts im Bild der Alex, links im Bild haut gerade der Markus ab und irgendwo hinter mir war noch der polnische Ösi, der Martin. Alle am Start. Ja, hier ist er schon wieder unterwegs, ist nämlich in unserem Drescher auf unserem Feld unterwegs und drischt hier unsere Sojabohnen. Sojabohnen, danke. Gut, dass mir das Wort jetzt nicht eingefallen ist. das gibt immer hier so komische Gelächter, Geschichten. Ja. Genau, ich zeige euch jetzt erstmal, was hier so los ist auf dem ganzen Server. Also wie ihr seht, es sind relativ viele Felder schon in Benutzung, beziehungsweise auch im Besitz von verschiedenen Höfen. Das Ganze teilt sich im Endeffekt auf in den Schweinehof, in den Kuhhof und dann gibt es noch den Schafhof, der auch die Försterei übernimmt. Und dann haben wir noch zwei Einzelkämpfer. Das ist dann der Dark Freak und der zweite, weiß ich gerade seinen Kosenamen nicht. Tracer. Tracer. Ah, jetzt genau. Tracer war das. Nein, Tracker. Immer noch Tracker. Echt? Mercedes Tracker. Fan. Ja. Okay, gut. Dann Tracker. Alles klar. Ist eigentlich Tracer, also mit C geschrieben, aber ist dann Tracker. Genau. Und die beiden haben auch noch hier so ein paar Felder. Tracer hat, glaube ich, Feld 30, 21, 20. Die liegen im Moment ein bisschen brach, weil er keine Zeit hat. Aber es macht nichts, auch das ist mehr oder minder erlaubt, kommt immer auf die Dauer drauf an, wie lang das Ganze dann ist. Genau, ansonsten Martin, Markus und Nichols bewirtschaften die Kühe und der Sven, genau, die machen hier die Kühe, kümmern sich darum, dass die Kühe alle hier gut versorgt sind, haben auch hier schon, glaube ich, Silage und alles, ja, genau. Alles vorbereitet für die Viecher, dass die auch gut genährt sind. Und ja, ich kämpfe mit dem Alex und mit dem Thorsten auf dem Schweinehof. Und wir haben im Endeffekt dann unten den kleinen Hof im Dorf, der ja eigentlich kleinste Hof von allen, oder? Von der Fläche her. Ja. Genau. Reicht aber für uns vollkommen aus. Wir haben eigentlich alles auf dem Hof, was wir so brauchen. Da kommt eh Alex, kommt er gleich mit dem Jaskin hier schön mit dem Modulo vorbeigefahren. Mach's ja nicht schmutzig. Ich gebe mir Mühe. Das wurde schon schmutzig gemacht, beschmutzt. Genau, also wir haben eigentlich maschinentechnisch jetzt nicht allzu viel, aber für uns reicht's vollkommen. Wir haben zwei Drillen, wir haben zwei Grubber, wir haben drei Traktoren, ein paar Anhänger. Und ja, alles, was wir halt noch so für die Schweine brauchen. Bei denen ist Gott sei Dank das so, dass man ja doch relativ viel Schüttgut braucht. Von dem her, ja, ist die Maschinenauswahl relativ gering. Zum anderen, alles, was Grünland angeht, haben wir dann noch so einen Partnervertrag mit dem Kuhhof. Da haben wir halbe quasi die Maschinen uns gekauft, weil wir sie nicht so oft brauchen, der Kuhhof aber schon. Und wir uns aber trotzdem natürlich die Kosten dann teilen können. Und ja, dann gemeinschaftlich kommt als nächstes die BGA. Die wird quasi von jedem bestückt. Das heißt, jeder, der Wiesen hat oder Maisfelder oder sonst was, da wird eben dann zusammen gehäckselt oder siliert oder wie auch immer. Und dementsprechend dann das Fahrsilo gefüllt und dementsprechend dann auch immer wieder in die BGA eingefüllt und man bekommt halt dann Geld für das, was man da rein liefert, beziehungsweise dann auch einfüllt in den Bunker. Und zum anderen können wir uns hier auch noch Gülle kaufen, beziehungsweise Gärreste, dass wir unsere Felder dann auch dementsprechend biologisch düngen können. Und ja, so mal der grobe Überblick über die ganze Geschichte. Ja, unseren Schweinen geht's gut. Die fühlen sich wohl, die machen sauber Dreck und bei uns ist es halt einfach das Problem, wenn ihr selber schon mal Schweine bewirtschaftet habt, werdet ihr wissen, Gülle, Mist ist da sehr, sehr gering, die Ausbeute, und von dem her ist natürlich das Gülle kaufen dann ein ganz nettes Beiwerk, dass man einfach dann eben die Felder auch dementsprechend mit Gülle
bewirtschaften kann. Ja, und ansonsten wird hier eben mit einem Arbeitsplan gearbeitet. Den werdet ihr so schnell nicht zu sehen kriegen, kann ich euch gleich sagen. Das bleibt erstmal so, wie es ist. Wir sind da gerade dran, dass wir eventuell eine webbasierte Variante draus machen und das Ganze dann ein bisschen performance-schonender funktioniert. Genau, und da hopft der Martin umeinander. Jetzt mag er nicht mehr dreschen. Ja, ich lasse dir auch ein bisschen Arbeit über. Juhu. Du sollst ja nicht nur reden. Ich darf arbeiten. Ja, reden ist Gold, oder wie war das? Nee, Schweigen ist Gold und Reden ist Silber. Ach, egal. Irgendwie sowas war das. Ja, genau. Ich habe jetzt im Endeffekt hier auf Feld 2 den Auftrag, dass ich die Sojabohnen ernten kann. Und im Nachgang geht der Alex dann gleich mit Gülle drüber. Und danach... Nächste Puppe. Oder irgendwo anders. Irgendwo ist er halt gerade unterwegs mit dem Güllefass. So, ja. Und bei uns gibt es natürlich auch Arbeitsgeschwindigkeiten, die schon relativ eingehalten werden sollen, damit einfach auch der Realismus nicht zu kurz kommt. Es wird hier auch nicht querfeldein über die ganzen Felder gefahren, sondern das Ganze läuft schon relativ koordiniert ab, so im Großen und Ganzen. Genau, und somit hat auch jeder was zu arbeiten. Und wenn genügend Fläche da ist, dann hat man eigentlich hier auch in so einem Erntejahr sehr, sehr viel zu tun. Kann natürlich öfter mal Engpässe geben. Dafür gibt es eben dann die Försterei, die immer wieder Flächenlose ausschreibt, die man sich dann kaufen kann und dementsprechend dann eben Wälder hier abholzen kann. Das Ganze ist jetzt nur so gedeckelt, dass man in 2 Jahren eigentlich ein Flächenlos kaufen kann und somit sich das dann doch relativ gut einteilen sollte, wie schnell man so einen Wald abholzt, weil ansonsten hat man natürlich im 2. Jahr nichts mehr zu tun im Wald und dann hat man vielleicht einen Leerlauf drin, was ja auch wieder blöd ist, weil man dann nur auf dem Server rumrennt und nichts tut. Und jetzt sind sie auf einmal alle ruhig, das ist schön. Ja, ne? Wie immer. Ja, wie immer, genau. Nee, normalerweise sind die alle gesprächiger. Ja, was soll ich denn sagen? Soll ich dir jetzt gleich am Anfang sagen, wir müssen unsere 20.000 auf den Kopf hauen? Müssen wir? Ja, mein Beitrag kommt kaum vorwärts mit dem scheiße Fass hinten dran. Ne? Ah, das ist aber schade, ja, dann müssten wir den fast mal upgraden. Das Problem ist allerdings, glaube ich, tatsächlich, dass der selbst mit Upgrade nicht besser gehen wird, weil das Fass unheimlich auf die Hinterachse drückt und das Ding einfach nur am Schlingern ist. Ja, hast du kein Frontgewicht dran. Ach, Frontgewicht. Also wenn ihr mal Power braucht, könnt ihr euch unseren Case ausleihen. Wenn wir Power brauchen, haben wir einen MD-Truck. Genau. Genau, also es gibt auch eine Leistungsobergrenze aktuell, die liegt bei 180, 185 PS maximal. Das heißt, jetzt in dem, ich weiß gar nicht, bis in welches Erntejahr geht denn das? Bis Pellworm. Achso, okay. Ah ja, okay. Also es wird dann bis Ende der Map bleibt eigentlich diese maximale Leistungsregelung, weil wir irgendwo der Meinung sind, dass mehr Leistung hier auf der Map schon fast zu viel des Guten ist. So sieht's aus. Alex verrichtet seine Exclusive News. Ja, ich denk's mir gerade, hey, der spoilert hier schon wieder. Ja, und keiner kann was mit anfangen, nur. Mhm. Der ist genau. Der Map mit. Ja. Jetzt geht's dann los. Die Google-Anfragen nach Pellworm werden exorbitant steigen. Ja, ja. Was ist ein Pellworm? Genau. Kann man das essen? Ja. Ist eine Insel, das verrate ich. Ja, jetzt aber richtig exklusiv hier. Ja, ja. Brutal. Mega mäßig. Ne, genau. Ansonsten, ja, es gibt natürlich dann auch maschinell irgendwo eine Maximalgröße, weil natürlich die 180 PS auch viele Maschinen dann begrenzen. Ansonsten, ja, Arbeitsbreite ist eigentlich auch noch unter 6 Meter, sagen wir es mal so. Die ist ja eigentlich nicht so fix definiert, oder? Die Arbeitsbreite. Nicht wirklich, wir hätten jetzt nur gesagt, ne, man sollte 6 Meter halt nicht unbedingt überschreiten. Aber es geht ja bei 180 PS auch einfach kaum. Ja. Ja. Der nette Nebeneffekt einfach.
Und deine Idee mit dem Frontgewicht kannst du dir sonst wohin stecken. Jetzt schlingert er noch mehr als vorher. Yes, super. Aber du bist eine Ehrenrunde gefahren. Ja, ja. Natürlich, hier wird ein MB-Drag mit 180 PS stehen. Ja, nee, jetzt. Aber der schlingert genauso. Der ist ja. Nein, jetzt. Das dezent auch ein bisschen überfordert. Ja, das geht schon. Ja, ansonsten ist eigentlich alles erlaubt hier auf, oder? Mehr oder weniger. Felder zusammenlegen kann man natürlich, wenn man die Möglichkeit hat. Wir haben es schon gemacht. Wir haben Feld 44, 45 haben wir zusammengelegt zu einem Feld, weil das im Endeffekt zwei sehr kleine Felder sind an sich. Und jetzt hat es knapp über einen Hektar. Genau. Die anderen sind dann noch sehr zurückhaltend, was das Zusammenlegen angeht. Und ja, ansonsten kann man natürlich sämtliche Felder auch kaufen, die noch frei sind, wenn man sie sich leisten kann. Hektarpreis ist der ab... 80.000 im Moment. 80.000, ja. Ja. Also, ihr seht schon, man muss schon relativ viel arbeiten, um hier dann doch was weiterzukommen. Von dem her ist natürlich auch die Langzeitmotivation schon auch gegeben. Und es gibt auch eine Tierobergrenze, das gibt es auch noch zusätzlich. Die wird dann pro Jahr um 5 erhöht oder um 10. Ja, 5 oder 10 müssen wir mal schauen. Ja, also das wird dann individuell angepasst, je nachdem wie wir lustig sind, machen wir dann mehr oder weniger. Ja, wir haben sogar schon wieder 26 plus 2 Schweine hier auf dem Hof. Ja, ja, dann sollten wir mal verkaufen, oder? Ey, wir dürfen ja 25. Achso, ja dann. Markus hat es ja übertrieben, der hat uns ja auf 22 runtergestuft. Warum? Weil er böse ist. Verkauft hat. Ja, und weil er bei uns ins Sojabohnenfeld reingefahren ist. Deswegen. Nee, du. Ansonsten ist, glaube ich, noch der Unterschied zu deinem Singleplayer, dass wir hier auch schwer spielen, ne? Ja, genau, richtig. Also, wobei, ja gut, die Verkaufspreise sind dieselben. Die übernehmen wir quasi auch hier in unsere Preislisten. Wobei, wie ihr rechts oben seht, ist es natürlich ein relativ hoher Geldbestand hier auf dem Server, dass auch Sachen halt einfach gekauft werden können. Im Endeffekt ist das richtige Geld dann virtuell. Also nicht nur im Spiel virtuell, sondern auch dann bei uns nochmal extra in Listen virtuell. Wir haben pro Kopf 200.000 Startkapital gehabt. Das heißt, bei den Hofzusammenschlüssen ist natürlich dann auch richtig gut Geld vorhanden, dass man sich auch einen Drescher leisten kann und ein paar Schlepper und halt die nötigsten Maschinen. Das ist eigentlich schon alles dann von vornherein gegeben, aber wie gesagt, im Spiel wird jetzt hier nicht mit realen Konten gespielt, weil es auch gar nicht geht, weil wir ja alle einzelne Konten haben. Von dem her ist das virtuell. Aber dafür gibt es ein Weißwurstfrühstück, es gibt einen Kasten Bier. Ja, dicken Schinken. fetten Schinken. Ah, fetten Schinken gibt es noch, genau. Also wenn mal jemand sich Maschinen leiht, dann muss er dafür auch ein bisschen was abdrücken. Und dann kostet das meistens auch noch extra einen Kasten Bier und einen fetten Schinken. Also... Ab und zu halt auch ein Sargnagel verkauft. Ja gut, das gibt's natürlich auch. Also Sargnägel haben wir auch im System, falls mal jemand braucht. Den werde ich mir, glaube ich, jetzt dann irgendwann mal leisten noch. Den Sargnagel. Ja, also wie gesagt, das spielt sich halt eigentlich viel dann in dem Arbeitsplan ab, aber das Spiel an sich natürlich nicht. Ich dachte, wir spielen im Arbeitsplan und verwalten das im LS. Genau, wir verwalten eigentlich die Felder nur im LS. Ich gehe jetzt dann in den Arbeitsplan und dresch mal das nächste Feld. Ja, genau. Klick. Vielleicht macht es ja Martin dann derweil im LS. Nachdem er so gern Drescher fährt. Genau. Ja, und jetzt gibt es dann auch im Anschluss noch Silia-Aktionen, weil die BGA langsam wieder leer läuft.
Und ja, so wechselt sich das Ganze ab. Das wird halt dann auch oft gemeinschaftlich gemacht, gerade auch so Häckselaktionen. Der Häcksler gehört der BGA und von dem her ja, wird das meistens dann in einer Gemeinschaftsaktion die ganze Geschichte gestartet, weil es dann auch ja wieder so ein Highlight ist, was man hier so zum Spielen hat. So, aber für heute erstmal ein Haufen Infos für euch, was hier so abgeht auf dem Server der mittlerweile Vertex Chaos Crew. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in der Folge. Und bis dahin sage ich mal ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.